Hallo und willkommen zu diesem anderen Tag. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage dieses Vlog-Dings weggelassen. Ich könnte aber erzählen, was ich so gemacht habe. Ich glaube nicht, dass es so interessant ist. Ja, es gab ein neues Eiskönig-Kapitel. Das war eigentlich so das Bewegendste. Und wir haben halt angefangen, so ein bisschen dieses Hörbuch-Dings zu machen. Ich weiß gar nicht, habe ich an dem Tag nicht noch gevloggt? Keine Ahnung. Dann war ich gestern voll motiviert und habe versucht, Dinge zu machen. Ja, es hat nicht funktioniert. ja, doch, ich habe was angefangen, ich habe was weitergelesen, ich habe Spiegelei gemacht, Story-Ideen aufgeschrieben und meine Handybilder sortiert, zumindest angefangen. Das ist eine Aufgabe, sage ich euch. Ich habe irgendwie 3000 Bilder oder so da drauf. Und diese Pickel hier tun mega weh. Und entschuldigt, dass meine Haare so. Bin einfach Gammellook. Ja, und gerade eben habe ich meinen Stundenplan für die Uni, für mein nächstes Semester gemacht. Den könnt ihr da vorne sehen. Da könnt ihr den sehen. Das ist mein Stundenplan für das neue Semester. Und ja, eventuell ändern sich da noch Sachen. Ein paar Sachen weiß ich noch nicht, ob ich die wirklich mache oder. Ja, manchmal entscheidet man sich dann doch um, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall wieder Französisch lernen müssen. Aber ich bin motiviert, das eventuell zu schaffen. Nicht wirklich, aber ja. Und jetzt gucke ich noch The Forest weiter von Herr Currywurst, weil ich das eben geguckt habe und ich mache so ein bisschen Planerzeug. Ja, mein Uni-Planer wieder so ein bisschen. Auf den neuen Stand bringen, sozusagen, dass ich den dann in der Uni auch mal richtig benutzen kann, was ich bisher nicht getan habe, was mich traurig macht. Und ja, dann vielleicht noch ein bisschen lernen heute, ein bisschen schreiben, vielleicht Let's Play aufnehmen. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. Vor allen Dingen müsste ich gleich erstmal eins schneiden. Das muss ich zuerst machen, weil sonst kann das heute nicht mehr rauskommen. Ich weiß, ich erzähle immer nur Zeug und das ist eigentlich voll uninteressant, aber. Wenn euch das nicht interessiert, müsst ihr diese Vlogs ja nicht gucken. Und ich weiß selber nicht so genau, warum ich die mache, aber ich habe halt Lust dazu. Und jetzt zeige ich euch nochmal eben was. Moment. Ein wunderschöner Himmel. Das ist mein großes Fenster. Das andere hier, da mache ich immer das Rollo vor, weil mich sonst Leute sehen können. Ich habe im ersten Stock mein Zimmer und ja. Aber guckt mal, der Himmel, das war schön. Das sieht auf der Kamera sogar noch schöner aus als in Wirklichkeit. Ja, ich bin noch immer nicht sicher, ob ich dieses Vlog-Dings überhaupt machen werde. Und mich nervt, dass das mit dem Licht nicht so sinnvoll ist. Und ich weiß nicht, warum mich das irgendwie immer nur nervt, wenn ich hier sitze. Und ich weiß nicht, wie ich meine Hand abstützen soll. Das nervt mich auch. So. So ist vielleicht besser. Ja, es ist schon wieder spät. beziehungsweise früh, je nachdem, wie man sieht. Ich sollte eigentlich einfach schlafen, aber ich werde gleich noch Attack on Titan weiterlesen, weil ich das machen will und ich nie dazu komme, irgendwie zu lesen, weil ich ein fauler Mensch bin, der nie liest. Wobei das im Moment nicht mal so wirklich stimmt. Ja. Ich habe jetzt länger nichts mehr von diesen Vlog-Dings gemacht, weil ich mir unsicher war, ob ich das überhaupt machen will. Und ja, ich weiß es immer noch nicht, aber ich glaube, ich werde es machen. Also zumindest das, was ich jetzt schon gemacht habe, werde ich irgendwie zusammenschneiden und ja, dann wird es doch von einem Video geben und mich nervt das hier mit dem Licht echt extrem. So ist vielleicht besser. Ja, was wollte ich erzählen? Ja, ich habe im Moment sehr viel Motivation, was mich sehr glücklich macht. Ihr könnt nicht mal sehen, was ich mit meiner Hand mache. Und ja, ich weiß nicht so genau, woher das kommt. Ich habe mir angewöhnt, mehr Wasser zu trinken. Ich hoffe, es kommt davon, weil dann habe ich Hoffnung, dass ich diese Motivation nicht so schnell wieder verlieren werde. Es kann aber auch gut sein, da hing ein Haar an meinem Finger, dass meine Motivation von der einen Geschichte von Nikita kommt, die ich jetzt durchgelesen habe. Das war Goldene Fesseln und ich liebe, 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 liebe,
Und ja, lest die bitte, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, für mich hat die Geschichte einfach alles, was eine gute Geschichte braucht. Und ja, was eine gute Geschichte für mich braucht. Ignoriert übrigens, wie meine Haare aussehen. Ich, ja, die sind nicht sehr schön gerade, aber es ist mir jetzt egal. Will ich noch irgendwas sagen? Ja, also vielleicht kommt meine Motivation daher. Vielleicht auch nicht. Und ich weiß gerade gar nicht, warum ich hier überhaupt schon wieder so ein Blog-Ding mache, in dem ich eh nur irgendwas laber. Ja, heute habe ich mich spontan noch mit meiner besten Freundin getroffen, mit der Riri. Ich habe mir schon wieder zwei Mangas gekauft. Und zwar den 16. Band von Attack on Titan, weil der auch schon draußen ist. Und ich eigentlich bei dem Manga auf jeden Fall up-to-date bleiben will, zumindest was die deutschen Mangas angeht, weil ich das machen will. Das ist so eine Challenge-myself-Sache. Ja. Und dann noch so ein Yaoi-Manga. Ich habe schon wieder den Titel vergessen. Aber so ein was bisschen härteres. Also jetzt nicht im Sinne von Sexszenen, sondern halt auch Gewalt und so. Und das ist bestimmt sehr interessant, weil ich mag sowas sehr. So sehr dramatische und bisschen brutalere Sachen, wenn das voll falsch klingt. Durch diese ganze Motivation bin ich jetzt im Moment so voll im Schreibfieber und komme nicht so wirklich zum Beispiel dazu, YouTube zu machen, weil ich dann immer schreiben will oder ja, das ist irgendwie schwierig, das alles zu planen und irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja, aber ich werde das jetzt versuchen. Das Problem ist nur, ich habe zwar jetzt Motivation, aber am Dienstag fängt bei mir die Uni wieder an und das ist, heute ist Samstag bzw. schon Sonntag, also in 2 Tagen sozusagen. Und ja, ich weiß nicht, wie das dann mit meiner Motivation aussehen wird und wie ich dann Sachen planen kann, ob ich, ja, ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich werde das irgendwie versuchen, weil ich mag eigentlich solche Herausforderungen und ja, mich so ein bisschen selbst zu challengen ist eigentlich immer eine gute Sache. Und so ein bisschen, ja, wenn ich mir selbst Druck mache und etwas mache, um das, weil ich das von mir selber aus will, dann kriege ich das eigentlich auch ganz gut hin. Meistens. Also das ist irgendwie eine Art von Druck, die ich irgendwie brauche und die gut ist. Genau, das wollte ich eigentlich nur kurz erzählen. Und ja, ich hatte einfach Lust, euch das mitzuteilen. Und dafür sind diese Vlogs ja jetzt gedacht. Weil ich habe manchmal irgendwie so Gedankengänge und so Erkenntnisse irgendwie, die ich mitteilen will, wofür ich aber kein Video oder ja, oder einen Blogpost machen will oder so, sondern wo ich einfach kurz mal diese Gedanken loswerden will. Und ja, dafür sind diese Vlog-Dings ganz gut und deswegen mache ich das jetzt. Und jetzt werde ich, wie gesagt, noch ein bisschen Attack on Titan weiterlesen. Dann werde ich meinen Wecker auf 12 Uhr stellen, weil ich mal nicht 10 Stunden schlafen will, weil ich glaube, wenn ich zu viel schlafe, bin ich müde, was irgendwie nicht so viel Sinn macht, aber ja, der Körper hat da wahrscheinlich irgendwas, dass der das dann nicht mag oder so. Ich werde es einfach mal versuchen, ob irgendwie so 8, 9 Stunden mir reichen. Also wenn ich wirklich noch sehr müde bin, dann ja, stelle ich den Wecker halt noch auf 1 Stunde. Ich will das mal rausfinden und ja, ich muss ja eh bald wieder zur Uni, also dann bringt mir das wahrscheinlich sehr viel, wenn ich das jetzt irgendwie nicht wirklich rausfinden kann, aber weil ich dann eh nicht so schlafen werde, wie ich sollte und so, weil ich gern nachts wach bleibe und das nicht so sinnvoll ist, wenn man Uni hat. Ich kann mich zwar ganz gut meistens beherrschen und bin ein relativ vernünftiger Mensch, würde ich sagen, was diese Schlafsachen anbetrifft, auch wenn das in den Ferien nicht so wirkt, weil ich bis 4, 5 Uhr wach bleibe und dann bis nachmittags schlafe, aber ich schlafe dann trotzdem so viel Zeit, wie ich schlafen sollte und schlafe nicht irgendwie nur 5 Stunden oder so. Wobei 5 Stunden eigentlich noch okay ist. So unter 5 Stunden, dann bin ich schon so, das wäre nicht so sinnvoll. Ja, außerdem will ich mir meine Haare schneiden lassen. Aber ich weiß noch nicht wann. Und ich habe so ein bisschen Angst, zum Friseur zu gehen, weil ich bisher nie zu einem Friseur gehen musste, sondern die Friseur immer zu mir kam. Und zwar zu meiner Mutter nach Hause und dessen Freundin von meiner Mutter ist und ja, das ist halt nicht awkward und da muss ich nichts awkward-mäßiges machen. Deswegen habe ich keine Leiherfahrung mit normalen Friseuren. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.